Herzlich willkommen zur weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir machen gleich die Restarbeiten dort vor. Der neue Flug ist auch nicht besser. Das heißt also, wir werden das einmal so laufen lassen. Wir machen einmal die Restarbeiten hier. Auf Feld 14 und Feld 15. Ne, 15 nicht, auf die 1. Und dann werden wir hier gleich anfangen mit der Aussaat. Raps glaube ich einmal wollte ich machen. Da um die Ecke noch. Und ein bisschen höher machen. Auf der Kameraansicht. Ja, die Ecke gleich mitmachen da oben. Oh, da oben, der Spinnen, der hat ein Problem. Oh, sehe ich jetzt schon. Der Kollege hat ein Problem da oben. Mit der Aussaat. Das verstehe ich jetzt nicht. Und hat da was nicht liegen, die anderen kamen auch klar. Aber auch nicht. Was ist das für ein Scheiß? Das können wir uns ja nicht erlauben. Die Zeit haben wir nicht. Das ist schlecht. So. Ein bisschen größer. Also mal ganz kurz beobachten, wie das arbeitet. Also arbeitet ein bisschen zu schnell. Das ist mir schon mal nicht so gefällt. Die maximal 18 km arbeiten. Und den Mob wieder austauschen. Immer mal schauen, wie er mit der Wendung klarkommt. Oder ob es einfach zu wenig mit Fortwende ist, das kann natürlich sein. Oder ob ich eine andere Kursblende-Version nehmen müsste. Oder kommt hier nicht klar mit Dauerbereifung. Die stören. Das könnte auch sein. Die Zwillingsbereifung, dass es da Schwierigkeiten gibt. Aber ich denke mal, wenn wir eine Vorgewende mehr machen würden auf 3, dann wird es besser gehen. Oh, jetzt klappt es.
das tut sich hier aber auch total vom Kurs abgekommen. Dann ist ja irgendwann ein Graben näher. Ich muss den Wendemanöver ein bisschen größer machen. Und der war ja fertig. Ja, der hat es gut gemacht, alleine. Das gibt's doch gar nicht. Das ist aber der andere Traktor, ne? Man sagt schon. Der Messe 2. Messe 2 oder wie der heißt. Oder K2. K2. K2 war gewesen. So, hier. Gewinn größer. Die müssen wir tun. Die Saat muss in die Erde. Nicht zu schnell. So, da hinten noch was nacharbeiten. Das unten hier auch mal hoch machen. Ist schlimm. So, was haben wir uns das jetzt? Halb 4. Kaffeezeit näher. Mal die Folge noch zu Ende oder mal immer Kaffee. Die Pausenfunktion noch nicht gesehen. Ja, ich habe keine Pause. Durch. Arbeiten. Ja, wenn das mit Schaf gehen würde, würde ich es ja sofort machen, aber das Schaf klappt nicht. Mit einem richtigen Flug dauert viel länger zu arbeiten, das ist das Problem. Oder ich muss mit Vorgewänder arbeiten und dann mit Helfer arbeiten lassen. Was ja eigentlich auch gehen würde. So. Bleibt noch nicht kleben. Ja. Gut, geht auf 12. Jetzt müssen wir auf die 1 nacharbeiten. Die gröbsten Stellen jedenfalls. Was sagt eigentlich unser Wetter? Oh, das ist trocken, das ist nicht gut. Der möchte überhaupt keinen Regen an. Ach du dicke Neune. Und da ist nicht kalt nochmal. Aber der Boden ist schon warm. Aber die Trockenheit ist mir jetzt gar nicht mal so recht. Das gibt Probleme. Theoretisch. So. So, was haben wir? Stroh haben wir jetzt zweimal drin jetzt. Weizen, Gerste. Und dann müssen wir noch Hafer machen mal. Anderen Klumperzeug. Was wir so haben.
Hopfen wäre nicht schlecht. Wie gesagt, Sägewerk mit Paletten wäre nicht verkehrt. Palettenproduktion. Dann könnten wir da ein bisschen was später uns Geld verdienen. Vor allem in der Zeit, wo wir jetzt ja nicht arbeiten können. Also zum Beispiel im Winter. Da kann man ja Bier produzieren. Ja, soll ich denn um die Kurve rum oder nicht? Oh, reicht auch. Kann man nicht so genau sein. Naja, was soll's. Husten, das geht nicht weg. Ja, schauen, dass wir im Laufe des Tages noch mit Futter kriegen für die Kühe. Hier noch was nachschieben. So, und später kommt dann noch hier. Obwohl, das brauchen wir nicht immer dick machen, aber wir müssen auf jeden Fall mit Heu machen. Und Silage machen wir Mais, da machen wir einen dicken Silo und Dings hin. BGH. So, jetzt kann auf die 12 fahren. Wow, X, Richtung 12, ah, da ist noch was. Arbeiten ärgert mich schon ein bisschen, aber was machen? Wenn ich scharf mache, dann muss ich da auch eingreifen, so wie bei der Sackmaschine jetzt. Denn scharf bringt Probleme in der kann schön Spiegel sehen, ne? Fast. Jetzt fahren wir mal Richtung 12. Das muss jetzt hinterm Deich sein. Das Feld rechts und nehmen wir. Jups, 12. Wenn jetzt 24 oder 95 Gras drin ist, dann lassen wir es auch drin. Wenn er geflügt werden müsste, theoretisch, dann werden wir das vielleicht mal in Angriff nehmen. Aber wir werden jetzt mit dem Helfer hier arbeiten. Und werden dann später Nachgewände nachziehen, also das, was hier Vorwände nennt. Wir können so arbeiten oder so. Wir werden mal so hoch runterfahren. Helfer rein und los geht's. So, arbeitet mit schneller. Das passt schon. Da ist fertig. Der arbeitet auch, der arbeitet auch. Das andere ist der Puma, Case Puma. Hier müssen wir nacharbeiten, hier müssen wir. Amtlich. Der kommt besser mit klar. Die Ränder, die Ecken lassen wir so. Aber beim Dreschen machen wir auch rund.
4 Folgen jetzt. Das heißt 2 noch. Und dann muss ich bearbeiten. Ja, wenn die Traktoren nämlich nicht mehr klarkommen, dann müssen wir überlegen, ob wir da nicht doch einen Case noch mit dem Zug kaufen. Und die austauschen zum Case. Die sind zwar etwas, ja, fliegen über den Graben. Die wollten nicht recht bremsen. Tja, das ist schlecht. Irgendwie hat er keine Haftung. Hat er da die Gräben gemacht, ne? Also wenn es echt trocken ist, dann muss ich mal überlegen. Und diesen Bewässerungsmod, ob das funktionieren würde. Und dann nur fallen wir um. Ein aus. Ja, jetzt haben wir leise. Mist! Tja, da kommt man nicht mehr raus. Ja. Er ruckelt ein bisschen. Tja, das sieht schlecht aus. Ja, das gebe ich auch gleich. Ja, auch noch nasse Hose geholt, ne. Na. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein.
Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder reinschauen würdet. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.